Es geht heute um den zweiten Teil der Songs of Hell Nomad von Daphne Bühner. Heute mal um Flame und Rose. Wir hatten ja schon den ersten Teil, wie gesagt, das ist der zweite Teil der Reihe. Muss euch aber sagen, dass ihr die Person aus dem ersten Teil hier wieder trefft. Also, es sind bekannte Gesichter, es sind bekannte Namen, es sind bekannte Situationen, sag ich immer. Und ich finde das unglaublich gut, weil man so wieder den Bezug bekommt und man wirklich sieht, so, es ist eine Reihe, sie gehören zusammen. Und das Cover ist auch bis auf dieses Pärchen komplett identisch. So, dass man sofort wiedererkennt, wo dieses Buch hingehört. Das Pärchen finde ich im Übrigen dieses Mal sehr gut gewählt, denn es passt zu Flame und Rose. So viel sei gesagt. Ich entführe euch. Es geht auf in das Buch. Für die, die trotz, dass sie jemanden verloren haben, stark bleiben. Am Anfang finden wir eine Soundtrackliste. Das finde ich immer unglaublich cool, weil es für mich auch immer mal interessant ist, was hört denn die Autorin so, während sie dieses Buch schreibt. Aber dieses Buch hat am Anfang auch eine kleine Warnung. Liebe Leserin, lieber Leser, dieses Buch enthält explizite Szenen, derbe Aussprache, Gewalt und die Schilderung von sexuellen Übergriffen. Ebenso geht es in der Geschichte um Rassenkonflikte, weshalb Wörter wie beispielsweise Schwarzer verwendet werden, um es authentischer zu machen. Leser, Leserinnen, die derart heftige Darstellung nicht lesen möchten oder durch sie eventuell getriggert werden könnten, bitte ich darum, von diesem Buch Abstand zu nehmen. Alle sexuellen Handlungen zwischen Held und Heldin sind einvernehmlich. Ich mag es, wenn man von Anfang an darauf hingewiesen wird, dass es eben nicht rosa, rot und heidi-teidi wird, sondern dass es auch mal ein bisschen anders wird. Deswegen mag ich das, wenn man am Anfang direkt darauf hingewiesen wird. Wir starten in den Prolog. Flame. Leise Stimmen sind vor dem Fenster zu hören und wecken mich. Verschlafen versuche ich zu realisieren, was los ist. Langsam, damit meine Frau nicht aufwacht, setze ich mich hin und lausche dem Getuschel. Ich vernehme drei männliche Stimmen. Der genaue Inhalt des Gespräches bleibt mir jedoch verborgen. Bestimmt sind es die Nachbarsjungen, die mir wieder einen Streich spielen wollen. Seit die Kids wissen, dass ich zu den Sons of Hell gehöre, bin ich deren Ziel für ihre Mutproben. Letztens hat erst einer dieser scheiße Sans-Schwuchtel auf meine Hauswand gesprayt. Natürlich habe ich gewusst, wer der Übeltäter gewesen ist und ihm eine Lektion erteilt. Meiner Frau Stacy hat es zwar absolut nicht gefallen, dass er danach im Krankenhaus gelegen hat, aber sie weiß, dass ich das nicht einfach hinnehmen kann. Wer einen Son of Hell herausfordert, muss mit Rache rechnen. Als mein Kopf das Kissen berührt, bekomme ich mit, wie die Typen vor dem Haus etwas von "Wir machen ihn kalt" sprechen. Alarmiert springe ich aus dem Bett, nur in Boxershorts laufe ich den Flur zur Haustür entlang, schnappe mir meine Waffe aus der Kommode, die neben dem Eingang steht, und gehe raus. Auf Zehenspitzen schleiche ich um das Haus und entdecke eine dieser Hurensöhne. Verpisst euch von meinem Grundstück! Spucke ich den Typen entgegen, der vor mir steht. Völlig in Schwarz gekleidet erkenne ich nicht, ob es einer der Rotzlöffel oder jemand eines anderen MCs ist. Aufgeschreckt dreht sich der Kerl um, sieht auf den Lauf der Waffe und sprintet los. Ohne groß darüber nachzudenken, folge ich ihm. Meinen Fehler bemerke ich erst ein paar Meter entfernt, als ich einen lauten Knall höre. Ich bleibe wie angewurzelt stehen, drehe mich um. Flammen schießen in den Himmel, aus dem Haus, in dem meine Tochter und meine Frau schlafen. Bei dem Anblick läuft es mir eiskalt den Rücken hinunter und eine Gänsehaut breitet sich auf meinem ganzen Körper aus. Meine Beine quittieren ihren Dienst und bleiben einfach stehen, obwohl ich nur noch zu meiner Familie will. Geschockt sehe ich dabei zu, wie immer mehr Rauchschwaden sich mit der Nacht vermischen. Nach gefühlten Stunden, die eigentlich nur wenige Sekunden gewesen sind, geht ein Ruck durch mich hindurch und endlich kann ich mich von der Stelle bewegen.
Wie ein Verrückter renne ich zurück und suche nach einer Möglichkeit, ins Gebäude zu kommen. An der Tür sowie an den Fenstern vorne versperrt mir das Feuer den Weg. Panisch gehe ich weiter ums Haus herum und bleibe dann abrupt stehen. Ein großes Loch klafft dort, wo sich normalerweise die Wohnzimmerwand befindet. Ein Meer aus Flammen beherrscht diese Lücke. Dort müssen die Wichser den Sprengstoff befestigt haben. Vorsichtig laufe ich weiter. Beim Kinderzimmer, das im hinteren Teil des Hauses liegt, angekommen, überlege ich nicht lange und schlage das Fenster mit meiner Waffe ein. Sobald ich die groben Reste des zersplitterten Glases vom Rahmen entfernt habe, lasse ich die Waffe fallen und klettere in den Raum. Ein stechender Schmerz durchfährt mich und Blut rinnt an meinem Bein hinab. Doch mein kleines Mädchen ist wichtiger. Panisch sehe ich mich um. Dort haben sich die Flammen ebenfalls ausgebreitet. Obwohl das Feuer in ihrem Zimmer tobt, liegt Lilly in ihrem Bettchen und gibt keinen einzigen Ton von sich. Mit einer Babydecke, die neben dem Fenster liegt und unbeschadet ist, schlage ich auf die todbringenden Flammen ein und versuche, mir einen Weg zur Wiege zu bahnen. Rauch versperrt mir die Sicht, lässt meine Augen brennen und mich immer wieder husten. Als ich endlich bei Lilly angekommen bin, schnappe ich sie mir, drücke sie schützend an meine Brust und klettere aus dem kaputten Fenster in die Freiheit. Sirenen der Feuerwehr tönen in der Nacht. Irgendjemand muss sie gerufen haben. Ich renne zu einer älteren Frau, die an der Straße steht und schockiert auf das brennende Haus schaut. Könnten Sie bitte auf mein Baby aufpassen? Frage ich abgehackt und versuche, zu Atem zu kommen. Die schwarzen Punkte, die vor meinen Augen tanzen, blinzel ich weg. Ich darf nicht schlapp machen. Die ältere Frau blickt mich an und streckt ohne ein Wort die Arme aus, damit ich ihr Lilly hineinlegen kann. Erleichtert übergebe ich ihr mein Baby und hole tief Luft. Mit einem letzten Blick auf mein kleines Mädchen sprinte ich zurück. Vor dem Schlafzimmerfenster halte ich an, suche im Garten nach etwas, womit ich die Scheibe zertrümmern kann. Am Rand entdecke ich einen größeren Stein. Sofort schnappe ich ihn mir und schlage damit das Fenster ein. Das Blaulicht der Einsatzfahrzeuge spiegelt sich in den Glasresten, die am Rahmen hängen, und Befehle werden gerufen. Meine Frau steht auf dem Bett und versucht, den Flammen auszuweichen. Mit Schrecken stelle ich fest, dass diese sie umzingelt haben und näher zu ihr züngeln. Ein Mann hinter mir schreit mich an, aber ich verstehe ihn nicht. Zu sehr bin ich auf meine Frau konzentriert. Voller Adrenalin und entschlossen, sie zu retten, steige ich durch das Fenster. Der Mann hinter mir versucht, mich abzuhalten, schafft es aber nicht. Fluchend klettert er ebenfalls hinein. Gemeinsam versuchen wir, das Feuer mit allem, was wir in die Finger bekommen, zu ersticken und somit zu löschen. Aber kaum ist einer Feuerzunge erloschen, tritt eine neue an deren Stelle. Ceci schreit gequält auf. Der Schmerz in ihrer Stimme jagt mir einen Stich ins Herz. Flammen erreichen das Laken, in dem sie eingehüllt ist. Panisch versucht sie, den brennenden Stoff loszuwerden. Wie von Sinnen schlage ich mit einer Hose, die ich im Wahn gegriffen habe, auf das Feuer ein. Will nur noch zu meiner Frau, um sie zu retten. Plötzlich zieht mich der Feuerwehrmann in Richtung Fenster und weg von Stacy. »Lass mich los! Lass mich verdammt nochmal los!« schreie ich panisch und versuche, ihn von mir wegzuschubsen, scheitere aber. Sein Griff um mich ist einfach zu stark. Unbeirrt von meiner Reaktion zieht er mich weiter. Man erkennt kaum etwas. Der Rauch reizt meine Lunge und ich bekomme nicht genügend Sauerstoff. Beim Fenster angekommen lehne ich mich kurz ein Stück raus, sauge so viel frische Luft ein, wie ich kann. Sofort drehe ich mich um und will zu meiner Frau zurück, um ihr zu helfen. Was ich dann aber erblicke, lässt mich erstaunen. Es ist grausam. Mit einem ungeahnten Schmerz muss ich dabei zusehen, wie die Lohe langsam Stacy Stück für Stück verschlingt. Ihre Schreie brennen sich in meine Ohren. Das Bild, wie sie vollkommen vom Feuer umschlungen ist, verankert sich regelrecht in meinem Kopf. Stacy! Brülle ich verzweifelt und will zu ihr rennen, aber die Flammen versperren mir den Weg. Komm näher zu uns. Meine Umgebung blende ich komplett aus, bekomme nicht einmal mit, was der Feuerwehrmann zu mir sagt. Ich sehe nur noch das rot-orangene Spektakel und
meiner Frau beim Sterben zu. Auf ihrem Körper bilden sich bereits Blasen. Es stinkt bestialisch nach verbrannter Haut und abgesenkten Haaren, was mich würgen lässt. Nichts kann ich mir ausrichten. Den Schmerz kann ich ihr nicht nehmen. Nie wieder werde ich sie in meinen Armen halten können. Ein Gefühl der Taubheit legt sich über mich, schirmt mich von dem Gefühlschaos, das in mir schlummert, ab und lässt mich stumpf werden. Mir ist alles egal. Egal, ob mich die Flammen ebenfalls verschlingen werden. Egal, ob ich zu viel des giftigen Rauches eingeatmet habe. Egal, ob mich jemand weinen sieht. Benommen stehe ich beim Feuerwehrwagen. Die Feuerwehrleute versuchen, mein Haus zu löschen. Den Weg vom Schlafzimmer hierher habe ich nicht mitbekommen. Zu sehr bin ich in meiner Trauer gefangen. Ein Notarzt kommt zu mir, hält mir eine Sauerstoffmaske hin. Er möchte die Verbrennungen an meinen Armen und Händen sowie den Cut am Bein verarzten. Erst jetzt werde ich mir meiner Verletzung bewusst und bin dem Adrenalin dankbar, dass ich sie nicht vorher gespürt habe. Nur widerwillig gehe ich mit und drücke mir die Maske über Mund und Nase. Bei einem anderen Krankenwagen sehe ich die alte Dame stehen und stürme auf sie zu. Sie sieht mich weinend an. Wo ist meine Tochter? Schreie ich sie an, woraufhin sie ihren Kopf senkt und nach Worten ringt. Es tut mir so leid. Was tut Ihnen leid? Der Notarzt konnte nichts mehr für sie machen. Wimmert die Dame, langsam dämmert es mir, dass sie nicht von Stacy redet. Angst weite mir auf und schiebt die Taubheit beiseite. Ich reiße die Tür des Krankenwagens auf. Die beiden Sanitäter, welche etwas notieren, blicken sofort auf. Meine Augen wandern unwillkürlich zur Liege. Ein weißes Tuch ist über einen kleinen Körper gelegt. Ein Körper, der so winzig ist wie der von Lilly. Nein, 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 schrei ich völlig verzweifelt, als mir bewusst wird, was es zu bedeuten hat. Ich sacke auf die Knie und Tränen laufen mir die Wangen hinab. Der Notarzt von eben tritt neben mich, legt seine Hand auf meine Schulter und erklärt mir, dass meine Tochter es nicht geschafft hat. Ihre Rauchvergiftung sei zu schwerwiegend gewesen. Hat sie deswegen keinen Ton von sich gegeben? Ist sie vielleicht schon tot gewesen, bevor ich sie retten konnte? Die Welt um mich herum bricht zusammen. Wie soll ich nur ohne die beiden wichtigen Mädels in meinem Leben weiterleben? Kapitel 1 Flame. Schweißgebadet wache ich auf. Panisch schlage ich um mich, um das Feuer zu ersticken, bis ich bemerke, dass nichts brennt. Es dauert einen Moment, um zu realisieren, wo ich bin. Ich liege in meinem Zimmer, das mir im Clubhaus des Texas Chapters zur Verfügung gestellt wird. Seit sie uns vor 3 Monaten gerufen haben, ist einiges in Belfort passiert und hindert uns an einer Weiterreise. An Schlaf ist nicht mehr zu denken. Ich stehe auf und gehe ins Bad. Stelle mich unter die Dusche und lasse das Wasser laufen. Als ich die Augen schließe, tauchen augenblicklich wieder die Flammen auf. Sie sind dabei, meine Frau zu verstecken und sie mir für immer zu nehmen. Frustriert darüber, dass ich diese Bilder nicht loswerde, schlage ich mit der Faust gegen die Fliesen. Den Schmerz heiße ich willkommen. Genieße regelrecht, wie er die Erinnerungen hinter meinen Lidern verblassen lässt. Erleichtert atme ich auf. So ist es gut. Nachdem ich fertig geduscht habe, steige ich aus der Kabine und sehe mich im Spiegel an. Was ich dort erblicke, ist nur ein Schatten meines alten Ichs. Stacy liebt die kurzen blonden Haare, den leichten Bartschatten und den verschmitzten Blick, aber von all dem ist nichts mehr übrig. Meine Haare gehen mir bis zu den Schultern, ein Vollbart bedeckt mein halbes Gesicht und ein harter Blick schmückt meine grauen, glanzlosen Augen. Das Leid, welches lange in ihnen gewohnt hat, habe ich beiseite geschoben, als ich mich den Nomads angeschlossen habe. Es ist die beste Entscheidung von Tyre gewesen, die er treffen konnte. Ihm verdanke ich, dass ich nicht gegen die nächste Wand gebrettert bin. Sobald Tyre beschlossen hat, den Posten des Präsidenten der Nomads zu übernehmen, wusste ich, dass es die Lösung ist. Die langen Fahrten lenken mich von der Trauer meiner beiden Mädels ab. Die Aufgaben, die wir von den jeweiligen Chaptern bekommen, haben mich abgestumpft, um härter werden lassen.
Ebenso habe ich eine Vorliebe für alles, was mit Feuer zu tun hat, bekommen. Mit einem Lächeln streiche ich über die Tattoos auf meinem Arm. Drei züngelnde Flammen zieren diesen und stehen für das, was ich verloren habe. Meine Familie, mich eingeschlossen. Bin ich krank, weil ich das Feuer beherrsche, es liebe, obwohl es mir Stacy und meine Tochter genommen hat? Spiele ich deswegen so oft mit dem Feuer, damit ich den beiden näher bin, sie sogar manchmal in den Flammen wiedersehen kann? Wahrscheinlich. Es steht eben für alles in meinem Leben. Jell ist gestorben und Flame wurde geboren. Ein Klopfen an der Zimmertür reißt mich von meinem Spiegelbild los. Genervt schlinge ich mir ein Handtuch um die Hüften, laufe aus dem Bad zur Tür und öffne diese. Faith steht vor mir mit einem Korb in den Händen und sieht mich mit ihren großen eisblauen Augen an. Ihr Blick wandert von oben nach unten. Ich muss darüber schmunzeln, dass sie nicht weiß, wo sie hinsehen soll. Tyre taucht neben seiner Old Lady auf und sieht mich grimmig an, was mich sogleich laut auflachen lässt. Keine Sorge, Press. Ihr runder Bauch zeigt deutlich, dass sie tabu ist. Dass sie nicht mein Typ ist, sag ich ihm lieber nicht, sonst dreht er nachher noch durch. Faith bedeutet ihm alles und ist für ihn die schönste Frau auf der ganzen Welt. Das will ich auch hoffen. Besitzergreifend schlingt Tyra seine Arme um sie, beugt sich zu ihr runter und gibt ihr kleine Küsse auf den Hals. Ich könnte kotzen. Wieso machen die das vor meinen Augen? Sehe ich aus, als würde ich ihnen bei ihrem Vorspiel zusehen wollen? Abartig. Seit Faith schwanger ist, können sie kaum die Finger voneinander lassen. Vor 3 Tagen habe ich die beiden sogar dabei erwischt, wie sie es in der Küche miteinander getrieben haben. Wie die Karnickel. Ich räuspere mich und lenke deren Aufmerksamkeit wieder zu mir. Ficken könnt ihr später. Also was wollt ihr von mir? Denn ich bezweifle, dass ihr nur gekommen seid, um meinen Astralkörper zu bestaunen. Bei den letzten Worten zwinkere ich Faith zu, was sie prompt erröten lässt. So gut siehst du nun auch nicht aus. Meine Muskeln sind definitiv... Ja, ja, du siehst besser aus, ich weiß. Kürzen wir das Ganze ab und du verrätst mir, was ihr von mir wollt. Unterbreche ich ihn. Faith schüttelt den Kopf, sichtlich irritiert über ihre eigenen Gedanken. Sie zieht einen Umschlag aus dem Korb, den sie die ganze Zeit in der Hand hält. Was soll ich damit? Egal, ich nehme den Umschlag entgegen in der Hoffnung, dass sie mich dann in Ruhe lassen. Mach ihn auf, fordert Faith. Ich verdrehe meine Augen. Das hat sie sich super von ihrem Macker abgeguckt. Mit einer Hand öffne ich den Umschlag und ziehe eine Karte in Form einer Lederkutte heraus. Neugierig, was das zu bedeuten hat, öffne ich diese und fange an zu lesen. Old Lady versus Ehefrau. Der Status Old Lady ist uns nicht genug. Wir heiraten. Diesen besonderen Tag möchten wir gerne mit unseren Freunden und Verwandten erleben und laden dich hiermit zu unserer Hochzeit an. Die Trauung wird in der Kapelle der Sons of Hell, Texas, am Datum der Veröffentlichung, stattfinden. Wir würden uns freuen, wenn du uns bei dem nächsten Schritt begleiten würdest. Faith und Tyre. Heilige Scheiße. Du wirst wirklich heiraten? Erstaunt und gleichzeitig anerkennend schaue ich Tyre an. Er ist mit den Regeln der Sons aufgewachsen. Für ihn bedeutet eine Hochzeit nicht so viel wie der Status Old Lady. Es wäre also sinnlos, sie zu seiner Ehefrau zu nehmen, zumal man sich scheiden lassen kann. Den Status Old Lady wird man nie los, oder besser gesagt, nicht so schnell wieder los. Er ist für die Ewigkeit gedacht. Bei Stacy und mir hat das damals anders ausgesehen. Ich bin erst nach unserer Hochzeit bei den Sons eingestiegen und habe keine Chance gehabt, sie zu einer Old Lady zu machen. Was soll das heißen? Du wirst wirklich heiraten? Sehe ich aus, als würde ich sie nicht lieben und heiraten wollen? Brauchst Tyre auf. Faith streicht ihm zart über den Arm und sagt, komm mal wieder runter. Er versteht nur den Sinn nicht, wieso du mich heiraten willst. Ich nicke zustimmend und ziehe meinen linken Mundwinkel ein wenig hoch. Warum sollte ich dich nicht heiraten wollen? Du bist meine Old Lady. Genau deswegen frage ich, wieso du wirklich heiraten willst. Sie hat doch schon den höchsten Status, den eine Frau bei einem Biker erreichen kann.
Taya scheint begriffen zu haben, was ich meine, denn seine Muskeln entspannen sich. Ich habe nicht gedacht, dass unser Präsident begriffsstutzig sein kann, aber wenn es um Faith geht, ist alles anders. Sag das doch gleich. Faith will unbedingt heiraten. Und wer bin ich, ihr diesen Wunsch auszuschlagen? Faith wird wie Butter in seinen Armen und schmiegt sich an seine Brust. Ich hebe meine Schultern und lasse sie wieder fallen. Aber das bekommen die beiden nicht mit. Zu sehr sind sie voneinander eingenommen. Mit einem Schnauben gehe ich in mein Zimmer und knalle die Tür zu. Ich brauche dringend Ablenkung. Die beiden erinnern mich zu sehr an Stacy und mich. Wir sind genauso verliebt gewesen und ich habe ebenso wenig meine Finger von ihr lassen können, als sie mit unserer Tochter schwanger war. Lily, mein geliebtes Baby. Fuck. Der Tag, an dem die beiden heiraten wollen, ist Lillys Geburtstag. Wie soll ich das überstehen? Ich gebe mich den Gedanken an meine Tochter hin, wie sie jetzt wohl aussehen würde, wie ihre Stimme klingen würde. Wäre sie ein aufgewecktes Mädchen oder eher die schüchterne kleine Maus, die sich hinter meinen Beinen verstecken würde? Ich schlage mir einmal flach mit der Hand ins Gesicht, um meine Träumerei zu beenden. Es wird Zeit, dass die Nomads aus Belfort verschwinden. Vor unseren Reisen kann ich mich ablenken und meine Vergangenheit vergessen. Jeden Tag, den wir uns hier länger aufhalten, kommen meine Erinnerungen ein Stück näher an die Oberfläche und drehen mich innerlich zu zerbrechen.